Unser heutiges Abenteuer beginnt am großen Elfenbaum. Selbst ist die Fee. Herzlichen Glückwunsch, Ben! Deine Karte. Toll! Eine Weltraumrakete! Und hier ist dein Geschenk. Wahnsinn! Ein Weltraummobile! Das haben wir selbst gebastelt. Danke, Mami. Danke, Daddy. Und nachher kommen alle deine Freunde zur großen Geburtstagsparty. Cool. Wer kann das denn sein? Hallo, Ben. Hallo, Holly. Du kommst ein bisschen früh zu meiner Party. Party? Hast du für mich eine Geburtstagskarte? Geburtstagskarte? Holly, du hast meinen Geburtstag vergessen. Ist doch so. Ich gratuliere dir, Ben. Danke, Holly. Ach, mir fällt ein, ich muss noch mal kurz zu Hause vorbeischauen. Oh! Wir sehen uns dann. Oje, oje, ich hab Bens Geburtstag vergessen. Milch, Zucker, Mehl und ein Ei. Gut. Dann auf zum Backen. Hokus Pokus. Nanny Plum. Ich hab Bens Geburtstag vergessen. Oh, halb so schlimm, meine Kleine. Es gibt einen neuen Geburtstag im nächsten Jahr. Nein, nein. Es ist sehr wichtig für mich. Ich muss für diesen Geburtstag etwas auf die Beine stellen. Ben ist mein bester Freund. Oh. Ich will eine Geburtstagskarte machen. Und zwar ganz schnell. Nur wie fange ich das denn an? Was du brauchst, ist ein bisschen Zauberei. Dann geht's schon los. Milch, Mehl, Ei und Zucker, Farbe, Pinsel, Karte und Glitter. Danke, Nanny. Also, ich beherrsche einen reizenden Spruch speziell für Geburtstagskarten. Er geht so. Hokus pokus, plinketi plonk. Nanny Plum. Oh. Ich werde lieber mal nachsehen, was der König will. Nanny Plum! Eure Majestät? Der Sessel ist ein bisschen hart. Sie können es mir doch bestimmt mit einem Zauberspruch schön bequem machen. Oh, König Aurikel, wer ist denn da so faul? Ihr könntet selbst zum Zauberstab greifen. Aber er liegt so weit weg da. Na schön. Humphy Dumphy Rehmein, für den König soll's bequem sein. Oh, viel besser. Etwas Musik, bitte. Tralala, Tralaline, spiel was süße Violine. Ah, reizend. Dankeschön. Sie können jetzt gehen, Nanny Plum. So, wo waren wir? Erste Zeile. Hokus pokus, plinkedi plonk. Oh ja. Hokus pokus, plinkedi. Nanny Plum! Nervtötend. Was will er jetzt schon wieder? Nanny! Ich will eine Tasse Tee. Ja, ja, ich komme. Da kann die Karte ja nie fertig werden. Die einzige Chance ist, dass ich den Zauber selbst versuche. Tja, wie war Nannys Spruch? Ja. Hokus pokus, plinkedi plonk. Ich versuch. Macht mir eine Geburtstagskarte. Super duper flink. Es funktioniert. Beeilt euch! Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit! Aus! Ihr frechen Hopspinsel! Gleich hört ihr einen neuen Spruch. Der wird euch schon richtig Beine machen.
Mom, Pop, Zip, Bus, groß, mehr und schneller los! Mami! Der Tee, Eure Majestät. War das alles? Ja, danke schön. Als Donner, Nordwind, blas los! Zauber zurück in der Wunderwelt Schoß! Dankeschön, Nanny. Der Spuk ist aus. Ja, nur leider hieß das, ich musste jeden Zauber stoppen. Im ganzen Schloss. Was ist denn mit dem Zauber passiert? Es hat ein kleines Problem in unserer Küche gegeben. Daher musste ich den totalen Feenzauberstopp über das Schloss verhängen. Für einen Tag, Eure Majestäten. Tut mir leid. Oh. Und das Wetter des kleinen Königreichs wird heute überall heiter und sonnig sein. Nanu, wenn Sie überall im Schloss den Zauber für heute gestoppt haben, wie kann der Fernseher dann immer noch laufen? Fernsehen ist keine Zauberei. Ach nein? Wirklich? Oh. Wenn wir heute nicht mehr zaubern können, wie komme ich dann zu einer Geburtstagskarte für Ben? Na, du könntest sie selber machen. Wirklich? Könnte ich das? Mit meiner Hilfe schon. Nanny Plum, ich fürchte, Sie haben mit der Reinigung der Küche genug zu tun. Das dauert bloß einen Moment mit meinem Feenzauberstab. Ich denke, heute wird nicht gezaubert. Jede Zauberei wurde doch von Ihnen für einen Tag gestoppt. Oh ja. Das wird Spaß machen. Das bestimmt auch. Ich denke, ich fange mit einem Bild von Ben an. Es ist ja ganz leicht, Dinge ohne Zauberei zu machen. Ja, wahnsinnig leicht. Jetzt noch viele Küsse für Ben. Und etwas funkelnden Glitter. Fertig. Großartig. Ganz verblüffend, was man alles ohne Zauberei schaffen kann. Ja, Nanny Plum. Allerdings. Jetzt beeil dich. Du kommst zu spät zu Bens Geburtstagsparty. Ben wird von der Karte bestimmt begeistert sein. Hallo, Holly. Herzlichen Glückwunsch, Ben. Komm rein. Meine Karte für dich. Danke, Holly. Ben hat viele Karten bekommen, die ganz reizend sind. Ich habe meine mit Magie gemacht. Wow. Ich habe meine mit einem Computer gemacht. Hier. Oh. Ich habe meine in einem LAN gekauft. Ja, klasse. Holly, darf ich jetzt auch deine Karte haben? Sie ist nicht wirklich toll. Sie entstand ohne Magie oder Computer. Und ich habe sie auch nicht gekauft. Ich habe sie selbst gemacht. Du meinst so ganz ohne Zauberei? Wow, die ist ja fantastisch. Herzlichen Glückwunsch, Ben. Eigentlich stimmt es, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe. Das weiß ich schon. Du vergisst doch jedes Jahr meinen Geburtstag. Tu ich das? Ja, aber das macht nichts weiter. Du bist trotzdem meine beste Freundin.